Visitenkarten. Das ist ja eigentlich etwas relativ Simples. Außer ihr habt euch selbst welche erstellt. Da ist man relativ stolz, wenn man sie dann das erste Mal in den Händen hält und sie vielleicht anderen Personen weitergeben kann. Und falls ihr eure selbstgemachten Visitenkarten schön präsentieren möchtet, ja, dann ist dieses Video wahrscheinlich genau richtig für euch. Denn wie man sich diesen schönen Halter für Visitenkarten selbst bauen kann, werdet ihr im Anschluss sehen. Viel Spaß beim Video. Hier haben wir ein Stück Nussholz und ich denke, das hier ist das richtige Holz für unser Projekt. Ich möchte hier zwei Visitenkartenhaufen nebeneinander stellen können und hier vorne soll noch extra ein kleines Fach für einen Stift sein. Und um mit dem Projekt richtig anfangen zu können, müssen wir das Holz erstmal eine Form bringen, mit der wir auch richtig arbeiten können. Hier könnt ihr übrigens auch schon einen Teil von meiner neuen Absauganlage in Aktion sehen. Als erstes müssen wir diesen Bohlen abrichten. Das tun wir, damit wir später ein gerades Brett erhalten, wenn wir es anschließend auf Dicke hobeln. Und auch wenn die Maschine hier älter ist als ich, verrichtet sie immer noch sehr gute Dienste. Und nun können wir das Brett fügen. So erhalten wir an dieser Seite des Brettes einen rechten Winkel. Und dieser wird später an den Anschlag von der Tischkreissäge kommen, aber das werdet ihr später sehen. Dadurch, dass ich die alte Absauganlage umgebaut habe, kann ich nun die Hobelmaschine auch viel schneller umrüsten. Jetzt muss ich einfach nur noch die Haube auf die Hobelmaschine stecken, den Absperrschieber öffnen und kann anschließend sofort hobeln. Ja, und jetzt seht ihr, warum wir das Brett gefügt haben. So haben wir einfach eine gerade Bezugsfläche, die wir am Anschlag vorbeischieben können. Ich hätte den Bohlen zwar komplett auf der Tischkreissäge aufschneiden können, habe es aber nicht getan. Ich habe ein kleines Reststück in der Mitte stehen gelassen, was ich mit der Bandsäge aufschneiden kann. Das ist wesentlich sicherer als an der Tischkreissäge. Denn die Tischkreissäge könnte das Stück Holz nach hinten schleudern und die Bandsäge eben nicht. Und jetzt haben wir ein Brett. Jetzt musste ich nur noch die Länge bestimmen und das Brett auf dieses Maß zuschneiden. Vor den Visitenkarten soll ein Stift in einer Nut ruhen. Um das zu tun, habe ich als erstes das Brett in meine Hinterzange eingespannt, um dann den Platz des Stiftes zu markieren. Danach brauchen wir einfach nur eine Oberfräse, damit wir das Ganze auch fräsen können. Die Start- und Stopppunkte habe ich mir einfach auf dem Brett markiert und sie freihand angefahren. Das bedarf einfach nur ein wenig Übung. Wirklich schwer ist das aber nicht. Jedoch kann durch das langsame Anfahren der Stopplinien Brandspuren entstehen. Insbesondere mit relativ günstigen Fräsern wird das schnell passieren. Aber mit ein wenig Schleifpapier könnt ihr auch dieses Problem lösen. Um das Ganze ein wenig interessanter zu gestalten, werden wir einen kleinen Rahmen um dieses Brett bauen. Um das tun zu können, müssen wir als erstes ein Stück Teakholz auftrennen, es auf gleiche Dicke hobeln und anschließend auf Gärung schneiden. Zu Beginn habe ich alle Rahmenteile einfach nur mit Kreppband an das Brett rangeklebt. Dadurch, da ich noch nichts verleimt hatte, konnte ich schön überprüfen, ob alle Gärungen stimmen. Und außerdem hatte ich so kein Holzleim an den Fingern. Ist auch nicht verkehrt. Nachdem ich dies aber getan hatte, konnte ich alle Teile festleimen. Und auch hier habe ich wieder Kreppband benutzt, um das Ganze festzuspannen. Wenn ihr das Kreppband mit ein bisschen Spannung über das Holz festklebt, dann drückt das auch relativ gut. Aber wie sagt man doch noch so schön, genug Schraubzwingen kann man eh nicht haben. Also spannen wir das Ganze auch noch zusätzlich mit Schraubzwingen. 24 Stunden später. So sieht das Brett jetzt aus. Und mit dieser schönen Maschine werden wir das Ganze ruckzuck fertig geschliffen haben. Wenn ihr wissen möchtet, wie man sich so ein Ding selbst baut, dann müsst ihr einfach nur in die Videobeschreibung schauen. In dem Video habe ich mir ganz genau erklärt, wie ich mir diesen Trommelschleifer selbst gebaut habe. Ach, und die Maschine ist noch nicht an der Absaugung angeklemmt. Und das ist echt nicht so schön. Aber wenigstens, die Maschine funktioniert hier relativ gut. Wäre ja auch langweilig, wenn alles sofort funktionieren würde. Oder was meint ihr? Und nach ungefähr 5 oder 6 Schleifgängen hat das Ganze schon so ausgesehen. Ich habe das im Trommelschleifer direkt mit 180er Korn geschliffen. Und selbstverständlich müssen wir jetzt noch die Kanten von diesem Brettchen schleifen. Und das werden wir hier an diesem Kantenschleifer tun.
Und so würde das ganze Brettchen aussehen, wenn es auf einem Tisch steht. Ich finde es aber nicht so elegant, wenn das Brettchen direkt auf dem Tisch liegt. Eleganter ist es, wenn das Ganze sozusagen schwebt. Also brauchen wir 4 Gummifüße. Aber ich finde es nicht ganz so elegant, wenn man die Füße komplett unter das Brett schraubt. Ich werde sie noch ein klein wenig einlassen, damit sie sozusagen ein wenig verschwinden. Ich finde es mal schöner. Was findet ihr schöner? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Also versenken wir diese Füße einfach. Hier könnt ihr übrigens auch die Absaugung an der Säulenbohrmaschine sehen. Ich denke, die Absaugung direkt an der Säulenbohrmaschine wird ein klein bisschen unterschätzt. Aber das bringt einem wirklich super viel. Den Besen müsst ihr deswegen nicht mehr ganz so oft benutzen. Hier an der Bohrmaschine gab es einen kleinen Zwischenfall, den ich hier nicht zeigen werde. Aber zum Schluss. Jetzt müssen wir nur noch die Rückwände der Visitenkarten befestigen. Ich habe sie fest geleimt und fest geschraubt. Die Schrauben erzeugen die Presskraft für den Leim. So musste ich nicht warten, dass der Leim trocken ist und konnte so weiterarbeiten. Ich habe mich hierfür ein Lackfinish entschieden. Das habe ich getan, weil dieses Werkstück gleichzeitig noch so ein kleines Übungsstück war. Ich lackiere nicht zum ersten Mal. Das erste Mal habe ich meinen Schreibtisch lackiert und den habe ich auch draußen lackiert. Aber wenn ihr das Ganze draußen macht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendwelche Mücken oder sonstiger Schmutz auf euren Lack kommt. Und aus diesem Grund lackiere ich in der Werkstatt. Da ist die Gefahr einfach nicht so groß. Aber hier ist dann wirklich unbedingt eine Gasmaske notwendig. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Aufgabe. Jetzt schrauben wir nur noch die Gummifüße fest. Und so sieht der Visitenkartenhalter jetzt aus. Ich denke, das Ganze ist relativ gut geworden. Aber eure Meinung interessiert mich natürlich sehr. Wie findet ihr denn den Halter? Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Auf meinem Kanal erscheinen öfters Videos, in denen es um das Thema Holz geht. Falls dich das also interessiert, lässt du am besten mal ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Donnerstagnachmittag. Ciao. Moment, ich habe euch ja eben noch gesagt, dass ich euch noch kurz was zeigen muss, was mir hier an der Bohrmaschine passiert ist. Hinter der Kamera geht natürlich oft sehr viel schief, nur zeigen möchte man das natürlich nicht immer. Aber hier könnt ihr sehen, wie mir 4-mal das Bohrfutter aus der Maschine rausgefallen ist und ich mir fast das Projekt versaut hätte. Jetzt seht ihr, dass bei mir auch nicht immer alles glatt läuft. Naja, tschüss.